Und der Kirschsalat so. Okay, Profiler geht wundervoll. Die Engine sind da. Oh Gott. Ein F50 halt. Wow! Was das? Ja, in Hot Pursuit 2 muss ich nicht so viel updaten, ne? Da kann ich immer schnell rein schnuppern. Oh Gott. Ja, im Idealfall ja, klappt es, außer was Stevie gerade sagte. So ja. Gut Content wie in FS4, da haben wir ja. Achso, die Streckenupdates, ja, genau. Noch alles updaten. Ja, ein schönes F50-Rennen für den Anfang, das kann doch nur richtig sein. Jo. Bin ich ganz bei dir. Nein! Aber ich muss jetzt nachträglich echt sagen, die Need for Speed Edition ist tatsächlich schneller von dem Ding. Man fühlt es schon. Ja, irgendwie fahren die ja im Multiplayer nicht, weil die ja nicht sind. Ja, wir sind die gestern mal gefahren. Gestern sind wir sie ja gefahren. Ja, dann kann man die doch auch bei uns einspeisen, mal wissen, wenn die. Was hältst du von der Idee? Ja, das eigentlich, ist eigentlich viel, das aber ja. Naja, also zum einen wäre das kein Problem und zum anderen, klar, zeichnet er sich das auf. Aber in die Kategorie, die ich reserviert habe für die neuen Autos, die bald kommen. Ja, aber beschwerst dich aber darüber, wenn man irgendwas wie mal in einem Renntag einen Kopfwagen gefahren sind, solltest du mal leicht ruhig sein. Weil dir wird so ein ASEC nicht gelistet, Kopffahrzeug, oder? Natürlich wird er da aufgelistet. Was ist ASEC? Ja. Arg, stirb! Man weiß nicht, was ASIC ist, Mensch. Also, ich will ja keine Hand. Jetzt habe ich mich, glaube ich, geoutet. Das Programm, was. Ist normales Spieler auch. Ich euch rechts und dann wieder. Kein Verkehr oder sonst was. Aber apropos ASIC, ich habe vergessen, das anzumachen. Disqualifiziert. Jetzt sofort stehen bleiben. Es ist einfach nur ein Programm, was die Rennergebnisse aufzeichnet. Kannst halt eben sehen, wer in welcher Runde wie schnell gefahren war und außerdem hat's eine Datenbank von deinen schnellsten Runden pro Strecke Autokombination. Ah, ist das hier für die TRR oder ist das sowas? Nein, das gab's schon immer und früher gab's halt eben noch einen Server, wo man die Zeiten dann hochladen konnte, aber den gibt's halt eben seit Jahrzehnten nicht mehr. Ah, das war sowas wie High-Stick-Scoring oder wie? Ja, aber lokale Datenbank eben halt auch, nicht nur online. Ah. Das ist ja interessant. Ja. Oh, Kacke. Ich fahr doch nur. Oh, das war ein schnelles Rennen. Ja, war ja. Achso, das ist ja nur ein Sprint, ja, stimmt. Ich hab nach oben links geguckt. Wieso sollte ich denn springen? Ich fahr hier, ich springe nicht. Oh, das auch. Kurz zum Ende überholt ihr mich noch, das gibt's doch nicht. Der Sieger. Ah, doch nicht letzter. Okay, schaut aber. Also ich bin ganz normal, wie gesagt, gefahren zum Ende. Keine Ahnung. Was gut aufgeholt. Ja, wieso? Wir sind zusammen losgefahren, wir sind zusammen angekommen. Ich habe gefühlt jede zweite Wand mitgenommen. Nee. Ja, aber ich finde es irgendwie genial. Aber ich habe fast die Zeit, gleiche Zeit. Ja, ja. Ja. Der Speeder. So, Peter. Okay. Tomatensalat. Weil der Geschwindigkeitsunterschied auf einmal. Ja. Ja, aber das Problem halt mit ASAC. Ist in, oder ASIC, wie man es halt nennen will. Ja, alles gut. Das ist halt auch, wenn du jetzt ein gemoddetes Auto hast. Also du kannst sie ja nur replacen. Man kann ja nicht irgendwas einfügen wie bei. Jetzt bei ja gut, das kannst, ja grundsätzlich. Ah, okay. Dann fällt der unter den,
die NFS-Version, also der kann ja nicht unterscheiden. Naja, unter Others. Es gibt keine NFS-Version. Ja. Traurig eigentlich, wenn man überlegt, dass es die NFS-Version davon gibt. Ja, du kannst halt im Online-Rennen nicht auswählen. Also nicht normalerweise zumindest. Das kam halt eben schon aus der Online-Szene sozusagen, nicht aus der Offline-Spieler-Szene. Aber ja, es wäre schon besser, wenn das irgendwie... Wäre auch kein Problem gewesen, da hätte nur einer nachfragen müssen. Ja, nur dass man deswegen, die eventuell auch noch mit einbaut. Ja, nur deswegen fahren wir die irgendwie hin im Plan. Was halt cool gewesen wäre, wenn man auch hätte Kategorien hinzufügen können. Das wäre halt genial gewesen. Also Others 1, Others 2 oder halt eben mit Namen geben. Ja, das wäre alles möglich gewesen. Das wäre halt genial gewesen. Das ist sehr schade, dass es das nicht gibt tatsächlich. Also muss ich echt sagen. Hat niemand nachgefragt. Ja, warum denn das nicht? Kacke, wenn dann, dann sollen sie auch mal selber eine Idee haben. Warum muss man danach fragen? Ja, dann, ich wollte keiner haben. Also warum willst du es bauen? Ja, warum Dennis, nicht? Features und so. Dennis, Jonas fuchst sich doch gerade in Programme rein. Dann soll er so ein Programm schreiben. Ja. Also gibt es in Hot Pursuit 2 nicht in-game so eine, so wie Need for Speed 4, so eine Database für die jede Strecke? Nee, gibt's nicht. Achso. Ich meine, das könnte doch Jonas dann noch machen, wenn er sich da gerade sowieso in einem reinfuchst irgendwie. Ja, nun müssten wir natürlich dann die Adressen wissen von den Seiten. Oder man muss es halt nachträglich in die Datenbank eintragen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja, dann könnten wir die Need for Speed Edition Autos nutzen, wenn Jonas sowas machen würde, ja. Ich habe keinen Bock, nach jedem Rennen rauszuzahlen. Erst recht, weil zum Beispiel, ja, wegen im Nachhinein ja eintragen. Ja, und? Erst recht, Tometa hat Probleme, mit dem Spiel rauszuzahlen. Nimm's doch auf. Außerdem... Aber man könnte es doch einfach so machen, außerdem die Auswertung hat so ein Custom-Setup nimmt, oder? Dann müssen wir nicht raustappen. Du musst doch sowieso nicht raustappen. Die Zeiten stehen doch alle am Ende. Warum muss man raustappen? Habe ich nicht verstanden. Habe ich auch nicht verstanden, weil man hat doch sowieso die Zeiten am Ende alle. Weil du vorhin sagtest, von wegen manuell nachtragen. Ja und? Ich musste auch die Auswertung manuell eintragen. Das habe ich auch nicht automatisch sofort fertig. Woher weißt du, woher ich die Rundenzeiten habe und die Gesamtzeiten? Die hole ich mir auch aus dem Video. Was, ein Video? Ja, sicher. Okay. Du könntest einfach ASIC for Servers laufen lassen. Habe ich nicht. Boah, ich bin Dritter, ey. Auch keine Ahnung, wie mir das einrichtet. Erklär es mir. Es ist ASIC, einfach ASIC. Nur halt ein anderes Programm namens ASIC for Servers. Habe ich nicht. Was halt einfach alles in roh in Textdatei speichert, anstatt in einer verschlüsselten Datei. Ich bin das. Okay, kenne ich nicht. Google. Google ist doch einfach, wenn du das kriegst. Wenn du das mit normalen ASIC machst, sind es schon nicht. Also jetzt musst du wissen, wo du es kriegst. Vielleicht ja nirgends. Ja, genau, ist die Frage, ob es noch gibt. Und kann man die lokale Database irgendwie so anpassen? Was ist denn dir da passiert, Pete? Wie? Anpassen? Ja, ich bin da voll in die Seite rein. Das war total dämlich. Oh, ja, Gott. Einfach, also dass da irgendwie dann, weiß nicht, also ist es dann so, dass jedes Auto seine eigene ID hat und das wird dann überschrieben, oder wie? In dieser Database. Ich weiß nicht, was du meinst. Es wird einfach für jede Autostrecke-Kombination deine Bestzeit gespeichert. Wenn du eine neue Bestzeit, dann überschreibst du halt eben die bisherige Bestzeit. Ja, und das ist dann ein Problem, wenn man ein Auto ersetzt, oder? Oder um was geht's? Nicht unbedingt. Es prüft halt eben, ob es das richtige Auto war. Wenn du an dem Auto was modifizierst, was in Need for Speed ja vorgesehen ist, dass man das relativ einfach machen kann wie in den Dateien, dann wird halt eben es nicht in dem Auto gespeichert, sondern in einer, ja, irgendwie, nicht geprüft wie, aber modifizierten Version davon. Und also Others halt eben. Es gibt quasi die Originalauto, Stock, und dann gibt es halt Others. Und Others könnte halt irgendwas sein. Irgendeiner, es war halt nicht Stock. Ja.
Aber so, ja, das ist doch gut so, oder? Ja, wenn Dennis ja irgendwann die anderen Karren mal endlich drin hat, können wir das Programm ja dann sowieso nicht nutzen. Doch, können wir nutzen. Denn nicht? Für die Alterskategorie dann. Ich dachte, die Alterskategorie nervt dich wegen. Ja, dann dürfen wir halt nur diese Autos eben halt fahren und keine anderen. Also. Ja, nicht Need for Speed Edition Autos oder sonstige Dinge. Genau, das Einzige, ja, was ihn halt stört, ist halt eben, dass Others einfach alle Nicht-Stock-Autos sind. Egal, ob es Dennis-modifizierten Autos sind oder die Need for Speed Edition-modifizierten Autos oder wie auch immer modifizierte Autos, die landen dann bei Others. Also kannst du nicht unbedingt sagen, ob du jetzt schneller geworden bist, weil du nur weißt, ich bin in dem Others schneller geworden, was auch immer ich vorher in dem Others gefahren bin. Könnte was ganz anderes gewesen sein. Deswegen müssen wir halt, wenn wir die Others-Kategorie nutzen, immer die gleichen, eben sprich die neuen Autos benutzen. Ja, oder du ignorierst es halt eben einfach. Die Restzeiten sind einfach nichts wert von Others. Deswegen hat es ja auch keiner... Doch, klar, weil du bist in dem Moment wären sie dann ja was will. Ja, wenn man immer die gleichen... Ja, wenn man das konsequent alle immer nur das gleiche benutzen, dann vielleicht. Ja, dann ja. Und das hatte ich ja vor. Wie meinst du zusammen anzeigen? Ja, dass halt beides in einer Liste angezeigt wird. Also wie meint beides im Sinne von Stock und Other. Das sind zwei verschiedene Kategorien. Genau. Ja, das macht ja auch Sinn. Okay. Das ist ja auch sinnvoll. Ja, aber du nimmst halt quasi das Auto Problem. A, zum Beispiel den McLaren oder was auch immer. Und dann modifizierst du ihn auf die eine Art und dann modifizierst du ihn auf die andere Art. Landet beides in Others und überschreibt sich gegenseitig. Ah, das ist scheiße, ja. Es gibt halt eben nur ein Others, ne? Für egal welche Modifikation du gemacht hast. Genau. Ah, das ist doof. Ja, aber ich meine, du kannst halt eben 10 Millionen Modifikationen machen, du willst aber nicht 10 Millionen Kategorien haben. Ja, jetzt versteh ich's. Das ist schon wenig blöd. So gesehen, es hätte vielleicht schon Sinn gemacht, die Need for Speed Edition Autos eine extra dritte Kategorie sozusagen zu machen. Das aber ja, cool die gewesen, kannst du halt eben im Online-Spiel nicht auswählen. Nicht einfach über die GUI so halt eben. Ja, dann muss man deswegen halt hat mal, das niemand interessiert. Dann muss man halt mal ein bisschen über die Ideen hinausdenken, mein Gott. Ja, wenn das irgendjemanden interessiert hätte, hätte er das leicht einbauen können. Interessiert. Er hätte es halt auch einfach so einbauen können. Da muss doch ja, nicht klar, immer erst er kann auch alles Mögliche machen, aber wenn es keinen interessiert, warum soll er? Weil er hat auch was anderes das zu tun. Kann er ja nicht wissen. Nur weil es keiner sich gemeldet hat, heißt das nicht, dass es keinem interessiert. Also wenn keiner bereit ist, sich zu melden, dann interessiert es auch keinen. Wenn die nicht mal bereit das sind, ist sich nicht zu richtig, melden. Das ist nicht richtig. Also es hat sie nicht genug interessiert, um sich zu melden. Vielleicht sagen wir es so. Vielleicht hat sie so ein bisschen interessiert, aber nicht genug, um irgendwo im Forum oder was auch immer viele eine Nachricht zu tippen. Viele man ist so verpeilt wie ich und verpasst alles. Also ich möchte mal wissen, wie viel von der Spielerbasis überhaupt in diesem Forum angemeldet waren, die das Programm genutzt haben. Also ich war es auch nicht. Hättest ja was sagen können. Was ist jetzt los, Auto? Warum machst du das? Wahrscheinlich bist du schräg gelandet. Jo. Aber nicht ganz so schlimm. So, kann das Rennen nicht jetzt zu Ende sein? Du haltest nichts gegen gerade. Wie's? Ah, zweiter Stevie, okay. Woran hast du das erkannt? Tab gedrückt. Beim Fahren abdrücken ist. Ja, ich hab das auf dem Lenkrad auf dem Knopf schon seit 100 Jahren, weil sehr praktisch. Wie du auch in meinen Videos sehen würdest. Ne? Das muss nicht immer nur du jemanden, dass ich deinen nicht angucke, du guckst auch meine nicht an. Wo soll ich denn wissen, dass du hochhältst? Durch die Rennsack-Videos. Nachgucken. Das postet er. Komisch, ich müsste das eigentlich als Benachrichtigung kriegen, auch von dir, Kirsche. Was denn muss überhaupt? Ich mal schauen. Ja, ich hab euch ja abonniert. Ach so, aber du siehst es ja auch im Discord. Meins müsste ja eigentlich alle aus dem TR-Server abonniert haben. Ich glaube, ich hab's einfach nicht auf Glocke. Das ist das Problem. Naja, es tendiert schon ich zum komisch springen, das Auto. Ich hab gar keine Abonnenten auf Glocke gestellt. Ich hatte das mal eine Weile kein und dann wurde es irgendwann zu viel. Nein, du, würde ja so viele Leute, die ich abonniert habe, würde ich ja dauerhaft darum Benachrichtigungen bekommen.
dauerhaft. Ja, ich kenn's. Ich habe mittlerweile Abonnenten, die ich gar nicht mehr kenne. Okay. Ist gut, hat sich gut was angesammelt. Ich räume zwischendurch mal auf. Das. Ja, nee, das. Das muss ich auch mal machen. Die ich nicht. Wow, wirklich jetzt spiel. Die ich nicht schon lange nicht mehr geschaut habe, schmeiß ich raus. Frag dich zum Mete, ich dachte, ich mach kurz einen Dreher in dieser Kurve. Ja, das ist mir aber auch schon passiert, also das. Mit der Dodge ist das gar nicht so schwer. Adria ist okay irgendwie, aber dass die Sprünge sind echt unangenehm. Ach, diese Fehler sind unangenehm. Dadurch wird der Vorsprung deinerseits. Dennis und sein Gemecker seiner Fehler, wenn ich überlege, was ich für Fehler mache. Mich interessiert Kirsches Abstand. Ja, ich weiß, wir sind unwichtig. Ja, gegen uns gewinnt er ja sowieso. Und mich interessiert dein Abstand. Ja, was interessiert mich jetzt in dem Rennen? In der Meisterschaft interessiert mich mein Gegner. Ich musste rutschen. Och Mann. Und mein Gegner ist nun mal Kirsche. Und gegen Kirsche wird das nichts, weil ich da Fehler baue. Das spiele ich ganz ruhig. Das ist das Problem. Der Abstand. Das Gute ist, dass. Jetzt bleib doch mal stabil bei dem fucking Jump. Was ist denn das, Alter? Ja, ich warte auf dich. Das ist jetzt gefühlt meine erste Runde, wo ich nicht. Du bist auch nicht durchgekommen, ey. Ich bin auch jedes Mal am Schlingern bei dem Sprung. Nein! Mann. Mein Gott, ey. Warum ich bin auch noch nicht einmal durch den Wald, also sauber durch den Wald gekommen. Ich echt schon, aber leider in der dritten Runde nicht. Ich bin In der dritten Runde musste ich mich wegdrehen. Ich muss mich auch resetten, In Runde 2 kam ich sauber durch, aber ich war auch die einzige. Und jetzt kann ich dahin. Okay. Wieso kriege ich den Vorsprung doch nicht dünner? Wäre er eher noch größer. Ich lenke ein und die Karre fährt halbwegs geradeaus. Wobei gut, in LFS 4 ist es ja recht variabel, wer da. Vor allem das Ding ist ja, dass Kirsche auch Fehler passieren, aber da so, dass man echt eine Chance hätte, gegen Kirsche ranzukommen. Was mach ich denn? Seit der dritten Runde mache ich nur noch Fehler hier, oder was? Aber nein, dann. Ja, bis zur dritten Runde noch Fehler gemacht. Ja, ich ab der dritten Runde. Gleicht sich prima aus, würde ich sagen. Kannst du nicht wieder bitte die Fehlerquote bekommen? Danke. Eigentlich gleicht sich's gar nicht aus, es ergänzt sich eher. Wir sind ein Dream-Team, ich hab's schon immer gewusst. Okay. Komm her! Guck mal, das ist voll das Kopf-an-Kopf-Rennen. Wer von euch ist denn gerade vorne? Ja, im Moment ich, aber man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Ist aber schon ich Abend. Ich will nicht ausschließen, dass ich auch letzter werde. Alter, das ist doch so ein. Aber wenigstens konnte ich ihn diesmal fangen. Alter, ich berühre nur noch alle Wände hier. Was soll denn das gerade? Also mit dem Auto diesen Jump machen, das ist ja wirklich. Also dieses Auto ist giftig irgendwie, ja. Oh, Kacke. Jetzt ist es passiert. Ach, doch, weil ich die Drift. Wow. Jetzt ist es mir nicht passiert, aber dafür wieder Pete. Random Jumps halt, ne? Naja, das ist eine Autosache. Eigentlich geht der Sprung. Also ich finde jetzt eigentlich keine Random Jumps. Nee. Ich hab ihn ja auch wirklich nur einmal bis jetzt. Ich wollte nur die Assoziation dazu. Das war klar, ja. Ich hab den auch wirklich nur einmal verhunzt. Ich hab ihn bisher nur einmal gekriegt. Jetzt roll ich da im Wesentlichen drüber. Ist zum Verzweifeln. Obwohl, genau, ich hab ihn gar nicht gekriegt. Einmal, wo ich ihn gekriegt habe, bin ich halt bloß nicht abgeflogen. Also, ja. Hat sich viel Zeit gekostet, aber gut geschlingert halt. Also ich glaube, mein Hauptproblem ist immer halt noch eben. Das Gefühl für die Drehmomentkurve. Ich check irgendwie gar nicht, wann soll ich hochschalten, wann runterschalten. Das fühlt sich alles irgendwie nicht richtig an. Ach, meistens ist es einfach nur gucken, wo der Drehzahlbegrenzer ist und dann halt eben kurz vorher schalten. Das klappt bei vielen, fast allen Autos. Wird die Vive aber glaube ich auch nicht manuell. Ja, so erwarte ich es auch von den meisten Drehmomentkurven.
Naja, ist hier auch so immer kurz vom. Nein, nicht die Wand, kommt wieder von der Wand. Dieses scheiß Ding. Ah, ich krieg Kotzeimsen. Oh! Aua! Wieder gecrashed, meine Fresse, ey! Ja, ich hab nur einmal resetten müssen. Boah, jetzt crash nicht, Ja, ich hab das Auto schön, irgendwie gar nicht so schlimm in Erinnerung gehabt, wie auf den Sprüngen jetzt hier. Fuck off, ey! Ich hätte ihn eher als giftig auf der Bremse in Erinnerung, aber ja, hier war ja keine Bremse. Ja, wie gesagt, ich fahre hier so die Bodenfähigsten bei der Ehe, die Viper schon gar nicht. Ah, 14 Sekunden, super. Das kann ich mehr gegen dich leisten, absolut. Ja gut, ich glaube, das Crash am Ende gewonnen von der Sieg, ist glaube ich schon klar, oder? Na, es ist einfach es, nur es war vor, eine Frage der Anzahl der Fehler. Es war vorher nicht so klar, jetzt ist es klar, glaube ich. Nö. Wir hatten in den anderen Renntagen auch, da ging es mal 10 Sekunden hier verloren, dann hat der andere 10 Sekunden da verloren. Oh, kacke, Moment. Falsche Reihenfolge. Komplette falsche Reihenfolge. Ach, fuck off, warte, wo... Kann ich hier nicht irgendwo wieder... Wagen wen? Ah, nur beobachten. Warte. Das ist das Rennen, das ich so üben konnte. Ich mach nur beobachten. Wie viele haben jetzt schon gewählt? Macht mal alle nur beobachten wieder. Ich glaube, das geht nicht. Du musst dann hier nur beobachten. Ja, Wagen wählen, nur Wagen beobachten. Wählen und dann nur beobachten. Alle außer Piet nur beobachten. Ne, Piet nicht. Piet bleibt drin. Also ich hab schon gewählt. So. Okay, jetzt hat nur Piet gewählt. Ist das richtig? So, gut. Also dann ich guck gerade, wer Tomete, dann jetzt hat Tomete. Dann müsste Stevie kommen. Und jetzt ich. So, und dann sollte es eigentlich passen wieder. Ja, haben wir gefixt. Die Karre. Ja, die kriege ich halt nicht fahren. Oh, nicht mal Sirenen. Also Pete, wenn das Ding fährst, dann verstehst du, warum die Bullen keine Chance haben. Schade. Ja. Vergiss nicht die Gummiband-AI. Ich muss nein, ich habe auch nicht jetzt. Boah, tapfer. Also ich verstehe ja, dass die Abkürzung was bringt eigentlich. Ich habe das schon so grundlangsam gemacht. Mit dem Pro Victoria, ich glaube, da kann man es wirklich mal machen. Deswegen bin ich auch gerade an dich rangekommen, bis ich dann eine Kanzel gehört habe. Aber Crush ist vorletzter, interessanterweise. Ja, vorletzter ist gerade dritter, genau in der Mitte. Man kann es auch negativ klingen lassen. Ach so, ja. Ich bin gar nicht letzter, okay, ja. Gut. Trottel! Vorletzter! Während ach so, nee, stimmt. So gesehen wäre vorletzter vierter gewesen, war ich gar nicht. Nee, das ist zur Mitte nämlich. Dann hätte das auch selber merken können. Ja, ich war gerade irgendwie davon ausgegangen, dass ich letzter wäre. Das war die Sache. Ja, schade, dass das nicht irgendwie links oben in riesigen Buchstaben im Bild steht. Stell dir mal vor, das wäre so, oh wenn Mann. Das so groß wäre. Ja, zumindest hast du es ja schon mal bei deinem einen Vater vergrößert gehabt. Ja, stimmt. Wo ich dann auch Sechster wurde, ja. Die machen halt echt Gas weg, und ihr muss bei der Kurve, die bei jedem anderen Auto Vollgas geht. Nein, ach Mann! Wenn die Karre sich wegdrehen will, ne, dann will sie es aber auch. Ja, ja, der kann so ein paar Tonnen auf einmal anfangen, sich zu drehen. Das Rennen hier konnte ich halt, wie gesagt, nicht üben, weil ich nicht wusste, wie ich den auswähle. Ich auch nicht. Ich hab bei Pete gesehen, er dreht sich weg, ich denk mir so, ja, ich komme an ihn ran, und ich denk mir so, nee, ich dreh mich dann auch mal weg. Ja. Also gut, was ich natürlich hätte machen können, ist, dass ich auf den TRR-Server gehe und dann das Ding fahre. Das ja, wie wählt es da aus? Es sei denn, das Programm lief da schon. Dennis hat wohl noch erst den Server fertig gemacht, hat er geschrieben, ja.
Aber man kann das doch mit diesem einen Klick-Befehl machen, oder nicht? Ja, da kannst du es auch, da brauchst du den Server nicht für. Also die Befehle kannst du ja bei dir lokal auch eintippen. Kannst du die Konsole im Singleplayer aufrufen? Ich hab schon im Singleplayer versucht, ging nicht auf. Die Frage ist, was du mit Singleplayer meinst. Also genau, ist okay, Singleplayer. Ich mach normalerweise einfach einen LAN auf. Also ein LAN-Spiel. Ach so, du meinst jetzt eins für dich sozusagen. Genau, also wenn ich was zum Testen fahre, dann mache ich ein LAN-Spiel auf. Oh, fuck, geh da von der Wand weg. Okay. Casual Cockpit. Wie bist du denn da so gut durchgekommen? What the fuck? Ich hatte es eigentlich in der nächsten, möglichst schnell in der nächsten Wand zu hängen. Komm doch da rum, Mensch. Alter, da nennt man schon... Wie, der jumpt hier? Der ist bei mir gejumpt. Aber der wiegt 10 Tonnen, wie kann der springen? Er hat's getan bei mir. Und dann bist du dann wieder bist du weg. Bei der Ivy gucken, was der tatsächlich wiegt. Ja, könnten auch 12 Tonnen sein. Und wieder bist du weg, es ist zum Kotzen. Aber ich habe gerade so gemerkt, vielleicht ist die Abkürzung mit denen doch nicht ganz so gut. Einfach aus dem Grund, er ist zwar langsam genug, um da vernünftig durchzufahren, aber der ist so scheiße mit den Jumps. Genau, du kriegst die Kurve danach auf keinen Fall. Der lenkt viel zu scheiße dafür. Der springt dann, der muss dann ja richtig springen bei der Abkürzung. Aber okay, mit der Geschwindigkeit hast du recht. Von der Geschwindigkeit ist es auf jeden Fall mal ein Versuch wert, aber... Ja, der lenkt halt nicht. Jetzt weiß ich, warum die Bullen ihn damit nicht kriegen. Das sag ich ja. Warum die so dringend Gummibänder brauchten. Frag mich, wenn es diese Gummibänder nicht gäbe, ob die überhaupt einen verfolgen würden. Weil ich glaube, das ist das Einzige, was es dazu gibt. Vielleicht haben die das Auto so schwer gemacht, damit bei Kollisionen mehr zur Sache geht. Ja, natürlich. Ja, die sind ja in der Regel auch schwer. Also wenn da so eine Shotgun im Kofferraum liegt und Krähenfüße... Ja, die wiegt ja bestimmt eine Tonne und so. Ja. Wer weiß, was da drin ist. Die Ein-Tonnen-Shotgun, der kennt sie nicht. Okay, vielleicht nicht die Shotgun, Martinshorn und... Ja. Es summiert sich alles zu ungefähr 100 Kilo und dann noch 900 Kilo Munition. Vergiss die ganzen Donuts nicht. Okay, das kann es natürlich sein, ja. Ja, die wiegen, das stimmt. Und die haben wenig Volumen, das heißt, die kannst du nicht tief platzieren, das heißt, du hast einen schlechten Schwerpunkt mit den ganzen Donuts. Ja, das kommt ja noch dazu. Obwohl die ja sogar extra aus Gewichtsgründen den fünften Gang ausgebaut haben. Ach, scheiße. Ach man, dieses Auto, ne? Man muss echt fast für jeder Kurve vom Gas gehen, damit der irgendwie rumkommt. Ja. Also davon wäre die NFS Edition mit ein paar hundert Kilo leichter echt nützlich. NFS Edition vom Victoria, genau. Oh man, dieses Auto. Diese Need for Speed Edition, ist das so mit Worst Wanted Autos? Nein, das sind die gleichen Autos und ich dachte bisher, die wären einfach alle nur 100 Kilo leichter. Aber die meinte, die haben da teilweise noch andere Sachen geändert. Ja, ja. Ist halt ein bisschen getuned. Und du hast andere Farben zur Verfügung. Ja, genau eine, aber eine hübsche. Das ist doch bestimmt von Meteor alles, ins Leben gerufen, oder? Nein. Das ist schon Originalspiel drin. Definitiv nicht. Nicht? Das weil der tut da ja viel... Ach so, okay. Kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, das mal nicht gehabt zu haben. Das ist im Originalspiel drin. Die kannst du gewinnen, wenn du irgendwo dieses Tournament gewinnst. Ach so, ihr redet von diesen Upgrades. Ach so. Ja, Upgrades würde ich es auch nicht nennen. Das ist schon ein anderes Auto. NFS Edition Auto. Sorry, nee, ich habe jetzt die ganze Zeit an Mods gedacht. Ah, okay. An irgendeine Mod so. Es gibt doch so eine Complete Mod, so eine... Ah, da fällt mir ein, hat nicht vor kurzem einer irgendeinen Texturenmod für eine Strecke irgendwo gepostet, die verdammt gut aussah? Ja, ich meine, er hatte irgendwie so Screenshots, die Dead Gore, wie heißt der nochmal? Ja, die dritte Version von Coastal Parklands. Wo gibt's denn die? Die sah echt geil aus, ich will die haben, aber außer den Screenshots kam danach nichts mehr.
Wo hast du das gelesen? Nein, die V2 hab ich ja, die sieht schon geil aus. Also auf Need for Speed Addons gibt's ein paar Textur-Mods für Hot Pursuit 2. Ich hatte nur einen Discord-Server auf jeden Fall gelesen. Oh, dieses Auto. Irgendwann hatte ich auch mal sowas, dass man da auch so Schnee und alles als Texturen da hatte, aber das habe ich. Ja, ich habe irgendwelche Schneestrecken von Jonat. Ja, Jonat und Demon nutzen die ja auch, Stevie auch noch. Ja, aber ich nutze nicht die Jonat und so nutzen, sondern das, was Dennis da mal irgendwann macht. Ja, das ist von Dennis da. Na, die Coastal Parklands V2 ist halt eine Version vorher von Drop Dead Gore und die sieht bereits fantastisch aus. Aber ich muss halt noch mal gucken, wie man das noch mal installiert hat. Das war nicht so einfach ganz selbstverständlich. Na, kopieren. Einfach nur in den richtigen Ordner kopieren. Einfach reinkopieren. Ja, aber die Ordner waren ja nicht mehr so wie vorher. Also da hat es ja mehrere gehabt. Ja, ja, weil ich bei mir ja... Er hat halt was möglich gemacht, was eigentlich nicht ist. Weil normalerweise hättest du... Du packst eine Texte für die Strecke, hast du dann für alle... Ja, okay, aber unten lang für alle Versionen davon. Dennis hat so geschafft, wirklich, dass jede Strecke einzeln anders aussieht. Ja. Achso, das geht sonst gar nicht? Nee. Oh, was? Yeah. Also mehrere Strecken benutzen eine und dieselbe Textur? Naja, es sind ja immer drei Strecken, die auf der gleichen Landschaft sind. Richtig. Und ach so. Und hast du ja eine und dieselben Texturen dann halt auch. Das ist allerdings, aber dass es halt serienmäßig anders ist, das ist auch so mein Hauptkeypunkt an HB2. Wiederum, Dennis hat es halt hingekriegt gehabt, wirklich, dass wirklich, ja, jede Strecke sieht anders aus, texturmäßig schon. Ja. Was? Das kann mir gar nicht vorstellen, wie das gehen soll. Ja, musst du eine Datei ändern und dann die Ordner ein bisschen anders machen. Sprich, es steht in der Datei irgendwo drin, nimm die Textur aus dem Ordner. Da steht sonst bei allen dreien das gleiche drin, jetzt nicht mehr, oder wie kann ich es mir vorstellen? Ja, es hat was mit Pfade zu tun, das ist schon richtig, ja, und die musst du halt abändern. Okay. Und das kann man in einer Konfigurationsdatei, oder ist das mit Cheat Engine? Nee, ist eine INI, ist eine INI-Datei und dann, und die Ordner, okay. Und die Ordnerstruktur musst du halt etwas abändern. Du kannst ja irrsinnig viel mit INI-Dateien einfach anpassen, was ja auch ganz nett ist. Aber es war auf jeden Fall sehr cool. Und, ja, ist zumindest das halt unterschiedlich, wenn schon die gleiche Gebiete. Ja, das nimmt halt nochmal was Besonderes mit sich. So haben Dennis und ich halt eine Schneestrecke, dann eine Herbst- oder Frühlingsstrecke, wie auch immer. Und keine Ahnung. Ja. Ich auch eine, die war so Endzeit-Szenario da, die ist auch. Ja. Ja, da ist der Wuschbusch verfault. dann hier Coastal Parklands mit, wo die Straße komplett eigentlich zerrissen ist. Dann haben wir auch zwei Nachtstrecken drin, vom optischen her. Geil. National Forest und ich weiß gerade die anderen nicht, aber. Calypso Coast ist die andere. Hä, wie kann man sich eine Nachtstrecke so vorstellen? Ich meine, naja, du kannst Himmel ja nicht dunkler machen. Ah, der kannst, Himmel, okay. Der Himmel, ja, du kannst die Strecken auch dunkler machen, aber das geht dann... Stell mir das richtig nice vor hier. Ja, aber National Forest ist dunkler gemacht worden. Ja, du kannst sie auch dunkler machen. Texturen hast. Das geht schon. Aber die Calypso Coast ist einfach nur der Himmel, ja. National Forest ist ja nicht sehr YouTube-freundlich. Naja, wegen den Texturen, ja. Ja. Nicht sehr YouTube-freundlich. Ist die High West Coastal Parklands allerdings auch nicht. Achso, du meinst von der Kompressions, die benötigt wird? Okay, ich dachte vom Content oder so. Das Krasse ist, Dennis hat ja dadurch halbwegs erfahren, damals, als ich mein HP2 Let's Play machte, habe ich ja damals schon mit Texturen gearbeitet. Da wollte er damals die für die Mediterranen haben. Und ab da hat das dann auch alles nach und nach angefangen. Weißt du noch, Dennis? Ja, irgendwie sowas war da, ja. Für mein HP2 Let's Play habe ich ja wirklich andere Texturen irgendwann reingeladen.
Ja, irgendwas hattest du da gehabt, was ich genial fand. Ich glaube, das war die Mediterranean tatsächlich. Das war die Mediterranean, ja. Die anderen wolltest du alle damals nicht. Weil die war von der Sättigung her viel schöner. Und auch ein bisschen besser aufgelöst, ja, auch. Mediterranes Essen ist gut für die Sättigung. Ja, ich meinte die Farbsättigung. Oh Mann. Ach ja. Ich meine, die Strecke hier wirkt jetzt zu Dennis nicht so. Sie hat so ein bisschen mehr grünlich drin, so grün-türkis ein bisschen, ne? Ja, auf jeden Fall mehr grün, ja. Und es sieht deutlich schöner aus, meiner Meinung nach. Ich verstehe nur bis heute nicht, warum du für die eine Strecke unbedingt ein Weltuntergangsszenario drin haben wolltest, aber. Ich finde keine bessere dafür. So richtig Doom-mäßig. Ich finde keine dritte Waldstrecke, die toll ist. Und schon wieder Schnee wollte ich halt auch nicht unbedingt haben. Wir haben schon. Ja, somit hatten wir halt so ein Weltuntergangsszenario. Ja. Wenn es irgendwie was Hübscheres gibt, dann gerne, aber. Nee, ganz ehrlich, ich finde das so gar nicht schlecht. Ich mag dafür die Fallwinds, die sieht sehr schön aus. Ja, die ist auch cool. Die erinnert mich an Vertigo Ridge. Also für Fallwinds hast du was richtig Schönes gefunden gehabt. Ja, die ist cool, ja. Da wirkt das alles nicht so bräunlich und alles. Echt angenehm. Waren wir eigentlich heute Fallwinds? Ich weiß es nicht. Glaube nicht, aber kannst dir nicht sagen. Ach Gott, nächstes Katastrophenrennen, ey. Scheiße. Ja, nee. Nee. Ach, Pete, mach doch noch mal einen Fehler. Ey, es ist nicht leicht. Mach du doch mal einen Fehler. Oh, battelt ihr euch wieder? Ja. Es ist hoffnungslos, gegen Kirsche zu gewinnen. Es ist einfach so hoffnungslos. Warum mache ich mir überhaupt die Hoffnung? Es ist ein richtiges Battle hier. Du gewinnst Samstag, ich gewinn Sonntag. Ist doch fair. Ja, das ist sowieso so komisch irgendwie, ja. Das ist sowieso so komisch irgendwie. Dass du es als fair betrachtest, wenn er dann gewinnt, wenn es eigentlich egal ist, ja. Das ist echt komisch. Am Samstag, da klappt es gegen Kehr schon am Renntag? Nö. Du bist Zweiter. Oh Gott, das sind viel zu viele Sekunden weg, ey. Ja, zum Ende. Nee. Ist besser geworden. 174 km/h. Das kann ich nicht mehr gewinnen. Okay, super. Jetzt kommt der McLaren F1 LM. Nein. Kaum ein Unterschied zum vorherigen Auto. Jetzt kommt erstmal gar nichts. Beides Englisch. Nix? Habt ihr falsch rum gewählt? Ja, glaube ich auch. Die Anzeigen kamen jedenfalls falsch rum. Oh. Okay, ihr könnt auswählen. So dumm, ey. Falschen Button gedrückt. Ja, naja, egal. So. Tomatensalat. Er hat wahrscheinlich die Chance genutzt. Wo ist der denn jetzt hin? Ja, die Chance genutzt, schätze ich mal. Er macht den typischen TR-Brauch kurz aufs Klo. Ist zumindest eine Vermutung. Die Indizien sprechen dafür. Ja gut, er hat noch 964 Sekunden Zeit. Das wird knapp. Tja. Menschen nehmen alles Gute. Ja, ist okay, Alter, ist okay. Wählt die Karre aus, Alter. So. Okay, jetzt geht's ab, ne? Er fährt sich quasi genauso wie der Crown Victoria. Aber nutzt man auch nur 4 Gänge. Ja. Hat einen. Hier haben Dennis und ich nämlich so ein Abend kurz vor nachts. Optisch. Himmelmäßig. Alter. Wie ein Magnet.
Oh Gott, komm da rum. Boah, jetzt kommen wieder diese Shortcuts. Nein, nein, ja, schmeiß ich mich erstmal auf den Kopf. Ist klar. Ja, der Vorteil des Shortcuts ist, dass man die relativ gut wallriden kann. Ja, nee, konnte ich nicht. Ich musste auf den Kopf landen auf einmal. Alter, was war das? Ich durfte mich resetten. Hä? Was ist das? Ich hatte gerade wie in High Stakes einen Invisible Wall Bug. Ach, 0 km/h. Ja, ach, den 0 km/h. Den 0 km/h Bug, ja. Aber wie? Das gibt's ja auch, ja. Ach krass, ja, das hatte ich jetzt zum ersten Mal, ey. Echt? Nee, das ist passiert. Ich hab dieses Spiel schon zweimal den Karrieremodus durch und ich hab das noch nie gehabt. Ich hab den kommt, auch schon. Der ja. kommt selten, aber er kommt halt mal, ja. Okay. Ja, geil. Glückwunsch, jetzt gehörst du auch zu einer genügenden Herzen. Ja. Da läuft ein Rennen mal gut, ne? Also relativ. Ja, das wollte dein HP2 zu verhindern lassen. Boah, Wagen! Wahrscheinlich hast du noch nach High Steaks gerochen. Ja. Damit hast du die Abkürzung nicht geschafft. Ich hab mich am Ende vor der Abkürzung so dermaßen gedreht, das glaubst du nicht. Wie ein Karussell, sag ich dir. Ach, du hast das noch gesehen? Ja, ja. Ich hab nur gesehen, wie du dich resettet hast. Puh, das ist aber eilig. Ja, auf jeden Fall. Ja, mit der Wand habt ihr es auch ziemlich eilig. Der NFS Edition wäre da bestimmt rumgekommen. Nebenbei ging die Abkürzung noch länger, meine Lieben. Ach Gott. Danke für den dritten Platz. Ja, ich bin gegen die Wand gekommen und dann. Das war ein da schiefgelaufen, Kirsche. Ich wollte das gar nicht fahren. Weiß auch nicht. Der ist nicht abgebogen. Ich bin irgendwie Beat hinterhergefahren. Das muss ja ein massives Problem gewesen sein. Ja, das war ein Fehler. Und ja, gedreht musst du mich retten. Ich dachte mir nur so, die fahren da lang, ist okay. Du holst mich eh wieder, bin ich zuversichtlich. Ja, ich wollte genau da rein und dann bin ich gegen die Wand und... Lustigerweise bist du ja schon wieder fast da. Na, er ist ja eben langsamere Geschwindigkeit, dann sieht das vielleicht so aus. Ob ich die Abkürzung diesmal gleich nehmen kann, ohne auf dem Kopf zu landen? Das ist auch immer so ein Phänomen, ne? Crash mit Reset, aber du bist wieder fast da. Nö, da ist schon noch ein ordentlicher Unterschied. Der sieht sehr, sehr gering aus. Ja, weil es halt eben gerade die Datei mit den langsamen Geschwindigkeit ist. Ne? Er hat diese Datei nicht drin, wenn er resettet, fährt er schneller. Nee, es sind 0, kannst du im Video sehen. Habe ich ja mit Batch-Datei wird das immer konfiguriert. Damit ich halt eben für die anderen Server, die da normale Konfiguration habe. Alter, wie seid ihr so schnell? Ich hab damals überschrieben und ja. Ich hab die normale nicht mehr. Ich hab halt zwei, ne? Es wird einfach dann die Batch-Datei kopiert vorher, die für die Situation angemessene an die richtige Stelle. Selbst mit Abkürzung, ich hasse dich. Komm, nein, ruhig. Alter, das ist wie wenn man so eine Rally fährt. Willst du Rally fahren? Dann mach mal weiter als Rally mit. Ja, wird mal Zeit, dass du da mal mitmachst, ne? Ja. Ja, wird überhaupt Zeit, dass ich mal wieder mitmache. Mit dem nicht fähigen, Force-Feedback fähigen Lenkrad. Ja. Ja, aber es geht doch dreht definitiv sich jetzt schon wieder, Mann. Was? Ich bin den ersten Dings ohne Jump rübergefahren.
bin noch am überlegen, ob ich das letzte High Stakes nachfahre. Ja, mach das lieber nicht, dann fallen wir alle den Platz nach hinten. Ja, nee, das kannst du ruhig sein lassen. Okay, Piet, du fährst was, ne? Um die zu ärgern, musst du es jetzt fahren. Okay. Ja, gerne. Ja, wir haben aber auch, wenn du dir das Video anguckst, schon befürchtet, dass sowas passieren könnte. Aber ja, deswegen mache ich es eigentlich hauptsächlich. Ich bin doch sowieso der hauptsächlich Letzte, also. Aber du musst das noch nutzen, dass du keinen Jump-Slowdown mehr hast. Ich hab mir gedacht, ich mache euch einen Gefallen, weil immer als ich gehört habe, frag mich, was der Pete hier fahren würde. Ja. Aber du hast es gehört, okay. Ich kann sowas nicht stehen lassen. Was ändert denn am letzten Platz zum letzten Platz? Richtig, ja, gar nichts. Ja, ist auch richtig. Also bitte, ist mir das scheißegal, ob der fährt oder nicht. Also ich stand mir kurzzeitig, stand ich auf Platz 2 bei High Stakes. Oha. Oder, nee, 3 war es. Jonas ist ja immer besser. Zwar Platz 2 ist dann Jonat oder Dennis? Nee, Jonat ist immer Platz 1. Nee. Ah. Das Ironische war, ich war erst vor Larity, dann ist Larity über mich gekommen und die mit unter mich und jetzt sind sie beide über mir. Beide hatten einmal einen schlechten Tag. Ja. Laut Dennis hat er immer einen schlechten Tag bei Need for Speed 4, aber. Nee, das der. Nicht. Naja, gut, der eine war ja. Naja, lassen wir nicht drüber reden. Hast du den gleichen Fehler gemacht wie ich? Nö, ich bin nur kurz gegen eine Wand gedötzt, nämlich. Ja, das passiert mir hier am laufenden Band, also. An der laufenden Wand? Ja, die versucht dir zu helfen. Versucht dich anzuschubsen. Deswegen läuft sie, sagst du. Ja. Ah. Also die laufenden Laternenpfahle kenne ich aus High Stakes. Ja. Ja, das ist dasselbe Prinzip. Sehe schon irgendwer, der es hochlädt, hat dann hinterher so eine Norbit Bein auf dem Thumbnail. Wenn ich gut grafische Sachen machen könnte, wäre das drin, ja. Ja, musst ja nicht gut können, kannst du auch einfach suchen hier, Bauer mit Bein, vielleicht findest du da ja ein Bild. Oh, wieso seid ihr gerade Bergen hier? Ich hab grad voll einen guten Run. Das war knapp mit der Scheißpalme. Denkt selbst. Alter, wie dicht du schon wieder dran bist, leck mich doch, ey. Wieso will Dennis eigentlich immer, dass ihn einer leckt? Ja. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich ja so einen Fetisch. Das kann sein, weiß ich nicht. Ja, Selbstmordabkürzung, danke dir dafür. Und Girsch hat wieder mehr Abstand in der Meisterschaft. Das war jetzt echt ein Geschenk, was ich nehmen musste. Ich meine, ich muss es noch nach Hause tragen, aber... Mein Gott, ja, wirst du auch. Nee, es ist doch zum Kotzen, ey. Ja, ich glaube, letztes Mal nachfahren hätte es sich nicht gelohnt, so weit wie ich jetzt. Jede Chance, mal vor Kirche zu sein, wird weggeschmissen von mir. Echt zum Verzweifeln. Ja, das ist echt frustrierend.
Einfach jede Chance. Nicht zu fassen. Manchmal kommt es auch so unerwartet, ne? Na, jetzt ist schon fertig. Diesen Dreher. Naja gut, in der Abkürzung, wo Dennis gerade gecrashed ist, nicht. Und wo ich am Anfang gecrashed bin, auch nicht. Das sind so typische Stellen. Ach, mein Gott, ey. Ist kein... Ja, hier jetzt nicht. Ich meinte eher die vorherige, Ist aber auch echt kein einziges Rennen toll gewesen, ne? Diese National Forester. Diesen Sprint. Ja gut, das war mir jetzt irgendwie auch nicht so klar. So, klar, da kann immer was passieren, aber bei den anderen Autos sind die schon dramatisch stabiler. Wenn man halbwegs die sinnvolle Linie weiß, wo sie lang geht, also gar nicht genau treffen, nur so halbwegs, dann sind die Sprünge da eigentlich schon recht sauber. Aber mit dem Auto war das ja echt, ja, interessant. Achso, ist das mit der Fieber ein bisschen... Nee, das war nicht, ja doch, Fieber, Viper, genau. Ja, also das, ja. Okay. Das war schon so ein bisschen autospezifisch. Ja, die Viper ist da ganz schlimm und giftig. Oh, Mann, ey. Ach, deswegen heißt sie so. Quasi wie eine Schlange. Ja. Glückwunsch, du bist Zweiter. Noch die Tomate fertig. Ja, da habe ich dann doch noch gut aufgerührt. Oh, 322. Ich habe mich irgendwie... Ich dachte, es bringt nichts, jetzt zu gehen. Ich meine, Ausnahme trifft es echt super, was ich irgendwie nie hingekommen habe. Aber offenbar hast du es hinbekommen. So, dann ich, ne? Ja. Und wir haben HP2 nicht. Jo. Echt? Ja. Das ist ja praktisch. Hast du das Radio immer noch nicht an? Nö, werde ich auch nicht. Ich brauche den Motorsound. Oh. Du kannst ja mitsingen, dann höre ich es auch. Ja, genau. Willst du jetzt oder gleich Ohrenschmerzen haben? Geht beides? Jetzt uns gleich? Ja. Yep. Die volle Lutsche. Na, oh, kann ja nicht viel schief laufen beim Instrumentalsong. Da brauchst du dann ja nur mit Summen oder so. Ach was? Echt? Aber die meisten HP2-Songs sind doch mit Musik, ich meine mit Stimme. Ne, die gibt's aber auch. Die gibt's alle nochmal auch in Instrumental. Okay. Wir haben die zum größten Teil schon mal nur instrumentalmäßig. Ne, wir haben sie beide drin. Beide Fassungen. Oh ja, ich fahr dagegen. Oben scheint Piet echt zu liegen. Die Strecke meinst du? Truppen generell. Ah, die Truppen. Die Truppen lagen dir doch gar nicht. Richtig, ja. Ich glaube, das ist immer so eine Sache von ein paar Minuten, wo ich kurz mal vorne liege und dann... Bist du denn da schon wieder rausgeschossen? Und dann bin ich letzter. Weißt du, das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, weil eigentlich bin ich einen Ticken vorsichtig gefahren, weil ich nichts sehen konnte. Aber irgendwie war es dann offenbar gut getroffen. Das war ja absolut fantastisch, um ehrlich zu sein. Also ich bin ein Ticken vom Gas vor dem Einlenken, weil ich halt wie gesagt nichts sehen konnte, aber war wohl im richtigen Moment wieder auf dem Gas. Ja klar, wahrscheinlich wäre der Vollgas noch besser gewesen, aber ja. Boah, wie macht ihr das? Ich hab noch keinen Fehler gemacht. Das ist gerade das der Fehler. Obwohl, nein. Mich kriegst du... Oh, fuck.
Jetzt ist es passiert. Du hast den Fehler hingekriegt. Ey, das war so knapp an diesem komischen Metallding vorbei und ich hab's einfach die Hitbox noch mitgenommen. Das Metallding hat eine ekelhafte Hitbox teils. Ah, dann weißt du, was ich meine. Okay. Oh, nimm die scheiß Pfeile mit an. Welches Metallding? Kenn ich hier nicht so aus. Genau das. Auf mehr als 8 Rennen, ne? Ja, eins mehr. Ja, Dennis will auf eine bestimmte Minutenzahl immer kommen, deswegen ist das jetzt so. Ja, mindestens 1,5 Stunden halt. Oh, wie oft willst du denn noch an die? Wieder aus dem Sichtfeld, danke. Ja. Geht schon noch. Irgendwie. Auf dem Band will ich hier irgendwie zu viel und dann komme ich doch gegen da ein paar Millimeter. Oh. Leck mich. Nö. Na gut. Bis auf die Bergauffahrt war es fehlerfrei, da hatte ich skillmäßig gegen Kirsche keine Chance. Naja. Ich musste aber auch vom Gas. Es ist einfach viel zu wenig reproduzierbar mit Vollgas. Für mich zumindest. Ja, mit Vollgas sowieso nicht. Wieso? Es geht halt eben, ne? Und andere machen das reproduzierbar und ich weiß nicht wie. Und ich mach das 10 Versuche und einmal klappt's. Ja, ich mach das 20 Versuche und einmal klappt's. Also nein, lieber nicht. Deswegen, genau, ja. Kommt er angerollt. Wer hat meine Farbe gezockt? Ja, schwer dich an den Random Ding hier. Du bist Zweiter. Ne, da hatte ich nicht zu. 2,16! Holy shit. Ja, gut, ich bin gegen die Wand gefahren am Ende, aber trotzdem. Ja, die letzte Runde war okay. Trotzdem ist das bestimmt eine Sekunde, die vor mir, bis wäre sich die Wand nicht berührt. Also, das war schon heftig, was du da gefahren bist. Das ist es random Color Script? Ist das in Cheat Engine geschrieben oder wie funktioniert das? Nee, das macht das ein Tool, Server was die Kommandozeileneingabe macht. Also, so wie du hier selber von Hand normal ein Auto auswählst, so macht es halt eben Tastatureingaben so, auf der Konsole hier, oben, ja? Dass für dich das auswählt. Ja, wir fahren jetzt Popel. Den Popel? Ja, in Popel Speedster. Ich fahre den Boxer. Deswegen ist ja auch quasi egal, welches Auto wir auswählen. Danach kommt halt eben, dann kannst du den Text sehen, da kommt halt. Ah, ich kann schon. Danach kommt. Es müsste eigentlich kommen, dass wir alle wieder beobachten oder sowas. Nein, wir wechseln die Karre. Nee, kommt gar nicht. Ich dachte. Wir wechseln nur die Karre. Oh, das war ein Katapultstart bei mir. Ein leichter zumindest. Bin ich ja froh, dass ich das sehen konnte. Denn eigentlich diese Katapultdinger ja dampfbetrieben, so damals zumindest. Ja, nicht bei HP2. Bei HP2 reicht dafür ein D-Sync aus. Was? Ein D-Sync des Starts. Ach so, meintest du, okay, nee, bei mir war's smooth. Echt? Nee, bei mir nicht. War aber auch nur leicht. Weil es ja noch leicht war.
Ja, manchmal hast du ja so einen harten Desync, dass du wohl so einen richtigen Speedstart hast. Auf einem Schreck runter. Ich frag mich immer noch, wie ich früher dieses Spiel zweimal mit der Außenansicht durchgezockt habe. Mit der was? Ohne Scheiß. Dann nimmst du das jede Wand überhaupt nicht. Ich hab das gemacht. Dann nimmst du jede Wand mit. Nein, das hat voll gut funktioniert. Ich frage mich bis heute, wie dich. Ja, wie das frage ich mich hab. Allerdings auch. Es gibt Leute, die ich will. Aber nicht in HP2. In anderen Spielen ja, aber HP2? Wie? Nein, du musst im Wesentlichen die Strecke und das Auto so gut kennen, dass du es fahren kannst mit verbundenen Augen. Dann ist es egal, welche Ansicht du nimmst. Nein, bei mir nicht. Ich hab's versucht, da spaßeshalber. Ich hab nicht mal kurze Parklets hinbekommen. Und bei anderen Spielen geht es schon. Ja, da musstest du offenbar die Augen noch offen halten. Das war der Fehler. Du musst es noch besser kennen. das ist so weird. Was mir auch auffällt, ist, dass an der Außenansicht leckt das Spiel viel mehr als... Das Problem ist einfach, diese Kamera bewegt sich so merkwürdig in der Außenkamera bei HP2, das ist... Ja, wobei wir fahren ja eine Version, nicht die originale Version, gell? Es ist ja irgend so ein Patch. Hä? Also ich habe irgend so ein... keine Ahnung, so ein Widescreen-Patch oder so. Ach so, ja, das ist richtig. Also Grafik-Patches, ja. Also die Gewundu zum Beispiel. Nein, er redet also, von 16:9, 16:10. Ja, gut, das ändert ja an der Außenkamera ja, nichts. Früher war das ganz anders, die Außenansicht. Muss ich mal schauen, wie das... Ach Gott, das gibt's doch gar nicht. Dann bin ich in den Tunnel bitte gefahren, das war ja komplette Katastrophe mal wieder. Nee, das ist irgendwie kein guter Renntag für mich. Nee, gegen Kirsche muss da mehr laufen. Sagt der gewonnen hat. Ja, um eine Sekunde, wenn überhaupt. Und ein Rennen, oder? Oder waren zwei? Ich weiß es nicht. Nee, das erste Sprint hast du auch gewonnen. Oh, oha. Du hast gewonnen. Sprintrennen liegen Dennis. Eine Sekunde, nee, noch nicht mehr hier. 20 Zehntel. Ja, das war ja voll der Vorsprung. Da werde ich jetzt erst da. 20 Zehntel wären 2 Sekunden. Hä? Ja, 20 Zehntel kann man zusammen multiplizieren, kommt 2 raus. Ach, jetzt wird's kalt hier auf der Strecke. Ich, das Auto. Bitte? Ich war, okay, warte. Warte. Wir müssen fahren. Das mache ich lieber mal, sicherheitshalber. Roulette, Corvette, Z06. Die Corvette ist das. Na, lasst uns trotzdem kurz warten, weil sonst kommt das Getty oder wieder durcheinander. Achso, kam keine Anzeige oder was? Ah, okay. Ja, die Anzeige oben links fehlt. Lass uns die bitte abwarten. Müssen wir nur warten, bis. Ja. Nicht, dass die wieder kommt. Nicht, dass der Scheduler wieder durcheinander kommt. Nö, ist doch klar, was passieren würde. Wenn wir jetzt alle wählen würden, würden wir das alte Auto nochmal fahren. Achso, ja, das ist ja außerdem, ja. Ja, müssen wir einmal kurz warten. Sorry. Da hat das Tool sich gerade einfach voll schlecht verabschiedet. Nee, das recovert ja wieder. Ich hab keine Ahnung, warum es hängt, aber es passiert ab und zu. Das weiß Skyfire wahrscheinlich selber nicht. Nee, passiert nicht häufig genug. Passiert zwar schon ab und zu mal, aber... Jetzt! Yes. Sag ja, irgendwann geht's. Ich hab die Karre schon ausgewählt, ganz extra. Ja, das hilft nichts. Aber schade doch nicht. Ja, also Dennis, ist ganz schön kalt heute, ne? Ja. Ja, mir auch. Ja, aber du hast eine andere Schneeversion als wir. Ich hab halt, wie gesagt, die von... Ja, die sieht anders aus. Egal, kalt sieht trotzdem aus. Jo, das macht dann muss ich nur einreden, nein, es ist nicht rutschig, es ist nicht rutschig, es ist nicht rutschig. Boah, stell mal vor, hier wäre jetzt Physik mit drin.
Genau, da ist so eine Physik, die macht einen Screenshot von der Kameraoptik, merkt, oh, da ist Schnee auf den Texturen, ich muss es rutschiger einstellen. Oder die macht einen Screenshot von der Kamera und sieht, oh, die Straße ist kaputt, wie bei eurer Endzeitstrecke, ich muss die Federn irgendwie weicher stellen. Oh Gott, Cash, du bist aber auch echt stark heute wieder. Nicht ohne. Ist echt so ein Kopf- und Kopfrennen da vorne. Ja, was nervig ist, weil man sieht dann nicht so richtig was. Dass der aber auch immer im Weg rumfahren muss. Gerade bei diesen Blinden, ich meine, ja, normal sind sie ja gar nicht so ganz blind, aber jetzt sind sie halt blind, die Kurven meine ich. Oh Gott, ja, natürlich dagegen. Freie Sicht für freie Kirschen. Freie Sicht für freie Kirschen. Okay. Naja, zumindest sehe ich jetzt halt mal was. Kommt das nicht irgendwo her? Also letztlich vielleicht wörtlich, aber... Es gibt ja freie Fahrt für freie Bürger. Ja. Irgendwas gab's da doch. Ich hab schon immer gewusst, dass du frei von Pestiziden bist, Käse. Ja, wahrscheinlich nicht. Die isst man ja irgendwo bestimmt mal mit. Ach so, meinst du? Ja, ich bin quasi eine Bio-Kirsche. Eine Bio-Kirsche. Ungespritzt. Unlackiert. Unlackiert. Und warum ist die dann blau? Ach so, ja, das ist das Auto. Ja, das ist ja nur mein Auto. Ich fahre halt in einem blauen Auto. Hast du noch nie eine Kirche in einem blauen Auto fahren sehen? Nee. Tja, gibt immer ein erstes Mal. Na, kommt schon vor, dass Leute, die eine blaue Karre haben, sich bestimmt Kirschen kaufen und die Karre packen. Aber ich hab's noch nicht gesehen, ne? Ich war noch nicht live dabei. Ja, wie gesagt, so als Spiegel-Anhänger oder so können wir das hier haben. Ich war heute in der Tiefgarage. Da waren Kirschen. Und da war eine grau-silberne Z06 und ich hab mir gedacht, geil, die würde ich jetzt gern fahren. Jetzt hast du sie. Und jetzt fahre ich sie im Rennrad. Aber welche Farbe hat sie jetzt? Genau die ich gerade auch habe. Das ist doch cool. Deswegen sage ich es. Sonst hätte ich das niemals gesagt. Jetzt weiß ich, warum er beim Rennsack mitmacht. Weil er sieht, dass diese Karre gab. Er hatte im Plan gesehen, dass die drankommt. Dann muss ich doch gleich mal mitfahren. Ja, den Plan. Die Pläne, diese letzten 7 Pläne. Könntest du den Sicherheitsabstand bitte gewahren? Nein. Die letzte Runde. Das machst du mit dir echt schwierig hier. Natürlich wieder dagegen. Schade, dass Egon Hilgen uns hier nicht begleiten kann. Nicht mal Eddie. Nicht mal Eddie. Scheiß auf Eddie. Nicht scheiß auf Eddie. Eddie ist cool. Deswegen habe ich ihn bei mir das Maul gestoppt. Ja. Deswegen macht er deine Autos auch immer um 100 PS langsamer. Das weiß ich. Das weiß ich auch so. Und lässt sich extra viel Zeit an der Reparaturstation, ne? Na, immer noch. Ach, da kommt Stevie. Erstmal einen Kaffee holen. Mensch, jetzt habe ich die Kurve versaut und ich war so nah an Stevie dran. Das gibt's doch nicht. Ja, das ist ärgerlich. Naja, immerhin eine Schadensbegrenzung. Ja, aber wie bist du da ja ganz schön rangekommen? Und hätte ich nicht gegen diese scheiß Wand gefahren, hätte ich dich vielleicht sogar besiegt. So, ich denke ich einfach auf.
Aber... kurz davor. Ja, gleiche Rundenzeit. Also fast gleiche schnellste Rundenzeit. Aber trotzdem bist du den letzten beiden Menschen noch nicht. Ja, ich hätte eine bessere Rundenzeit gehabt, wäre ich nicht gegen diese scheiß Wand gefahren. Dann wär's nur 1,14, aber sowas von. Wann die Rente kostet, Scheiße. Du bist Zweiter. Ärgerlich. Naja. Frag mich, wo Jonas wäre. Ja, Mappe 2 ist ja gar nicht so extrem gut. Ja, aber auch nicht so extrem schlecht. Also die Frage ist, vor oder hinter Pete? Das ist die Frage, glaube ich. Ja. Mhm. Denk mal zwischen mir und Dean. Denke ich eigentlich auch. Kann ich glaube vor Pete, oder? Ja, ich denke schon. Das ist, glaube ich, die letzte Strecke, ne? Vorletzte. Vorletzte? Warte. Nee, ist letzte. Letzte. Der letzte, da will ich aber jetzt mit dem Speedstar fahren, ja? Ja, versuche ich. Wird aber trotzdem eher so ein Vauxhall werden. Ach, warum? Guten alten Ossis. Vor allem 6 Runden in Tropen mit einem Opel. Ja. Wird jetzt auch nicht schneller hier. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, hier fahre ich selbst das Ding hier Automatik. Echt? Ganz einfach, weil ich die Truppen so beschissen kann. Nein, nein, aua! Der hat ja 5 Gänge, aber der 5 ist nutzlos, ne? Der ist komplett nutzlos. Benzinspargang. Sag das mal der Automatik! Welcher, der Need for Speed 4 Automatik oder der Hot Pursuit 2 Automatik? Beide. Na gut, die HP2-Automatik ist aber zumindest gut programmiert, nur eben halt, ja. Stimmt, ja, das war jetzt eigentlich unfair. Von mir. Ich meine, ich bin jetzt gut. Im 5. Gang drin, laut Automatik. Ah, und jetzt ja, wieder im 4. Das ist vielleicht nicht optimal. Nee, jetzt schalte ich es. Das ist so ein spezielles Ding bei diesem Opel. Panzer, ja. Beim Vauxhall benutze ich den 5. Vauxhall, ja. Autsch. Also. Benutze ich bei beiden. Vauxhall ist immer die britische Person. Alter, einen leichten Fehler und Kirsche ist vorne halt, ne? Ist echt, das ist unglaublich. Ja, und ich fahre hier so ganz normal und ihr überholt mich halt, ne? Also nicht mal, nicht mal einen leichten Fehler darfst du gegen Kirsche machen, ne? Der ist sofort vorne. Ja, ich mach dann irgendwann auch einen. Ist es denn prinzipiell sinnvoll, in Hot Pursuit 2 mit einer analogen Lenkung zu fahren oder spielt es keine Rolle? Also bei den Waldstrecken macht das richtig viel aus. Bei den anderen Strecken ein bisschen, aber man kann sie auch gut mit Tastatur spielen. Okay. Also bei langgezogenen, schnellen Kurven, da macht analog richtig gut was aus. Und da hat Wald ja richtig viel davon. Aber das ist halt eben dann, wenn du um die letzten Zehntel oder sowas kämpfst, ne? Also nee, bei Wald macht das schon ein bisschen mehr aus, tatsächlich. Eine Sekunde macht's nicht. Und wenn du es erstmal schaffst, das komplette Rennen ohne Crash und so weiter durchzukommen, dann kann man gucken, dass man da auch noch optimiert. Doch, es ist tatsächlich eine Sekunde. Okay. Ist erstmal nicht mein Thema. Bei Wald ist es tatsächlich eine Sekunde, doch, doch. Bei Nice können es auch 10 Sekunden sein. Bei 10 Sekunden? Bei Nice. Ach, bei Nice. Bei den anderen Strecken wie Tropen oder so, da ist es wirklich nicht so viel Unterschied. Aber bei Wald ist es wirklich ein enormer Unterschied, auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich eine Sekunde Unterschied. Ich hatte das getestet. Aber dann ist es wahrscheinlich auch quasi optimal gefahren, ne? Also nicht einfach nur irgendwie sondern dann auch noch super sanft und alles auf den Kurven. Ja, natürlich, optimale Runden, sonst macht der Vergleich ja keinen Sinn. Deswegen, also... Ich habe natürlich so oft gefahren... Man muss erstmal eine optimale Runde hinkriegen, ja, sonst ist der genau, Vergleich ich, nicht passend. Ja klar, ich habe so oft gefahren, bis ich sage, ja, das ist jetzt das Beste, was ich aus dem Gerät rausholen kann. Und das gleiche eben halt mit Lenkrad an und Lenkradsekunde schneller. Ja. Nur was ich meinte ist, möglicherweise fährt Pete gar keine optimalen Runden. Möglicherweise.
Also und dann ist die Frage, wenn du so halboptimale fährst, ist es dann immer noch eine Sekunde Unterschied oder nicht? Es kommt ja, es kommt halt ja auch drauf an, mit was Compete besser zurecht. Und, naja, das macht einen Unterschied, ja. Ich glaube, hier wäre ein Lenkrad echt sinnvoll, glaube ich. Also, aber das halt auch, auf jeden Fall auch. Was halt auch hinzukommt, ich war anfangs eine ganze Weile schlechter mit Lenkrad und HP2. Gerade die Tropen hatte ich echt Probleme, gerade mit CLK GTR und die. Ja, man muss sich halt, ne, halt auch dann mal ransetzen und üben, ne, ich hab, denn irgendwann habe ich halt die Kurve gekriegt und dann wurde es eben halt dann sogar besser als mit Tastatur, ne, also wenn man sich eben halt, das ist halt manchmal auch ein Lernprozess, der sich aber in dem Moment eben halt dann bezahlt gemacht hat, weil jetzt ist das nämlich echt ein Vorteil. Apropos Vorteil. Wieso fährst du mir hier jetzt so davon? Ja, ich hab mir gedacht, wenigstens ein Rennen muss doch auch mal mit ein bisschen Abstand laufen hier. Jetzt legt er sein Pokerface ab. Gut, dass er dahin bis zum letzten Rennen gewartet hat. Ja, das ist wirklich gut für dich, weil das wird mir nämlich nichts bringen. Nicht viel. Du bist zu viele Sekunden wieder davon gefahren. Ja. Ich würde sagen, die Meisterschaft hast du. Ja, es ist eine Frage der Fehler. Ja, wenn ich nächstes Mal die ganzen Fehler mache und du durchkommst, dann gleicht sich's halt wieder aus. Palme. Okay. Ja, mach das mal noch ein bisschen häufiger. Ja, wollte gerade sagen, das sind dann bestimmt auch wieder 10 Sekunden oder so. Keine Ahnung, werden wir am Ende sehen. Aber gerade bei diesen langsamen Autos bei der Highspeed-Stelle, das summiert sich dann schon in der Zeit. Ja, ist nur eine Frage der Zeit, bis ich das wieder mir da selber versau. Kennst mich doch. Ja, leider kann man hier nicht so einfach Fehler machen. So gesehen weiß ich nicht, wieso ich jetzt gegen die Palme gesprungen bin. Ach, was glaubst du, dass ich alles gegen dich hinkriege? Wenn ich gegen dich fahre, dann kriege ich die komischen Dinge hin. Na dann, überzeug mich mal. Aber wieso holt ein Stevie jetzt schon wieder auf? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, das macht er, weil er dich überholen will. Ich glaube auch. Er ist ja vor mir, aber... Hä, wie kann er dann aufholen? Ja, das weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Er baut den Vorstand. Ach so, meinst du das? Den Vorsprung auf und ich verstehe nicht warum, weil ich eigentlich. Ja, gut, Autsch. Wenn ich nicht drehe, dann. Ja, dann ja. Ja. Aber das ist auch, je mehr ich mich ärgere, desto mehr traue ich mich dann und. Mach's dann nur noch schlimmer. Das ist wahrscheinlich auch bei mir gegen Kirsche das Problem. Dann hast du den Druck und dann machst du halt, ja, noch mehr Fehler. Und dann, ja, dann spür mal den Druck. Ich bin ja quasi schon wieder direkt hinter dir und werd mal nervös und sowas. Ja, in diesem Rennen ist es recht chillig. Da muss ich dir leider recht geben. Das Ding ist, die wird so einen Fehler nicht machen, weil jetzt ist klar, dass er Vierter wird. Das bei der dritten Runde. Genau, weil wenn man bis zur dritten Runde keine Fehler gemacht hat, dann macht man in den letzten beiden ja auch keine mehr, in den letzten dreien. Das ist doch klar, oder nicht? Das ist nicht klar, aber Stevie hat keinen Druck mehr jetzt. Der hat sich die ganze Zeit nicht. Ich mache nur keinen Druck. Warum sollte ich mir Druck machen? Vielleicht weil du einen besseren Platz haben willst als ich. Das wäre doch ein Grund. Naja, also Tomate vernichten zu schlagen ist ja jetzt auch keine Herausforderung. Warum soll ich da Druck machen? Hat der nicht gesagt. Oh mein Gott. Das war fast eine Mondlandung, aber ich bin zum... Von der Palme? Nee, vom Bär. Vom Bär. Ja, es gab heute schon relativ viele Rennen, wo es mit Stevie knapp war und auch welche, wo ich besser war als er. Also, oh, ja, okay, nicht. Okay. Ach, apropos, Tomete, wie war denn gestern das? Hast du am High-Stakes-Event teilgenommen? Nee, am HP2-Event habe ich gestern teilgenommen. Also später, da war das High-Stakes aber schon zu Ende. Kommst ja quasi auch beim HP2 erst kurz vor Schluss rein. Ich weiß jetzt nicht, wann bis 4 angefangen hat. War da irgendwas Spezielles gestern auch, oder? Nee, stinknormales High Stakes.
Ravage tut jetzt immer Ravage am Samstag. Ravage ist ja nicht so der Mod-Mensch, der wird sehr selten, wenn überhaupt, mal Mods posten. Oder hosten, nicht posten. Er hat den Modding-Channel für Need for Speed 4 gestummt. Hat er dir das mal erzählt? Nee, aber er hat mal einen Screenshot dessen gemacht und mal auf dem RRP-Discord gepostet. Ah, das habe ich wohl übersehen. Ich auch. Ich dachte, er hätte Personen gestummt und das hat er gepostet. Aber er hat auch das hat er hat sie nicht nur gestummt. Ja, er blockiert halt, ja. Aber auch das hat er gezeigt gehabt. Also ich habe wegen diesem ganzen Schlamassel sogar einen Timeout bekommen. Several. Aber... Ja, der wollte dich nur davor schützen, dass da noch mehr Scheiße passiert wegen Ravage. Der wollte es nicht weit, dass es... Der hat ja keine böse Absicht gehabt, der wollte halt nur, dass dich noch weiter auf Ravage drauf eindrescht und dann das noch weiter eskaliert. Ja, die können halt alle nicht argumentieren, das ist das Problem. Weil, egal, was man sagt. Ey, weil im Admin... Die wollen es nicht hören. Weil, die wollen es einfach nicht hören, die wollen einfach ihre Ideologie weiterführen. Ja, und so jemand wie ich, der stört halt. Aber Seval wollte nur Schadensbegrenzung machen, dass es mit Ravage nicht noch schlimmer wird, weil das hat er ja auch im Admin-Bereich gesagt. Der hatte da keine böse Absicht gegen dich. Der wollte einfach nur Schadensbegrenzung und dich schützen, dass es eben halt nicht noch mehr argumentiert und Ravage noch angepisster wird. Das war alles. Ja, hat sich irgendwie anders angefühlt, aber... Ja, angefühlt, auch egal. Ja, aber es war nicht so gemeint. Ja, ich weiß, dass das... Halt für sich das halt, Vielleicht hätte er ihm einfach im Nachhinein privat schreiben sollen, warum dieser Timeout existierte. Ja, klingt nach einer guten Idee. Das wäre vielleicht eine logische Idee gewesen, ja. Ja, er hat mich ja so ein bisschen vorgewarnt und so, ich soll irgendwie einfach ruhig sein. Er wollte einfach nur das sehen. Ja, aufhörst damit sozusagen halt, ja. Ja, nicht nur er, also alle halt eben, ne? Bei der Sache wird nichts mehr bei rumkommen, es kann immer nur das gleiche nochmal gesagt werden. Ja, ja, klar. Warum halt eben. Ja, klar. Aber wie gesagt, wenn die Fakten komplett gegen das sind, was irgendwer sagt, wird man beharrt trotzdem drauf. Also wie zum Beispiel, Ich hab keine Ahnung, welche Fakten da genannt wurden. Ja, also weiß wenn du jetzt mehr. Zum Beispiel sagst, NFS 4 hat einen guten Netcode, dann ist das halt einfach falsch. Ja, okay, das ist richtig. Aber wenn du es dann am Tag danach nochmal sagst, und am Tag danach nochmal, und dann die Woche darauf noch dreimal, dann im Monat danach noch 10-mal, irgendwann, ja okay, ja. Warum wiederholst du jetzt die Fakten, wenn du keine Verbesserungsvorschläge machst? Bringt ja nichts, ne? Ist ja nur Bashing dann. Dann ist es ja kein Fakten, denn die Fakten sind bekannt, die sind ausgesprochen worden, alles klar. Wäre, haben sie immer wiederholen, bringt ja nichts. Ja, das wäre ja verständlich gegen mich, aber was hat das mit Pete und Ronny zu tun, die... Ich glaube, dass einfach irgendwann hat er keinen Bock mehr gehabt, da ist irgendwas durchgebrannt. Ich meine, er hat ja lange ausgehalten, ne? Jahrelang ist das die ganze Zeit schon so geht, dass alle auf Need for Speed... Nein, nicht alle, aber so wird er es wahrscheinlich empfunden haben, dass viele auf Need for Speed rumhacken. Ravage, okay. Ja, Ravage, genau. Aber irgendwann hat er dann einfach keinen Bock mehr gehabt und dann jeder, der mir irgendwas will, dann hüte ich ihn halt oder blockiere und dann ist Ruhe. Ja, ich habe auch verstanden, dass er... Trotzdem checke ich das nicht, wenn jetzt einer ständig auf HP2 rumhacken würde, würde mich das überhaupt nicht kratzen, also... Ja, aber das ist dann deine Personalität, wenn ich das, wenn das gleiche hört, dann stört das nicht. Ja, aber wenn das Spiel, eins zum Beispiel ist angenommen, Tomato ist dauernd bemängeln, das Spiel hat kein Wetter, ja, dann gebe ich ihm sogar recht, das ist ja auch scheiße, warum soll ich denn das abstreiten? Ist ja auch kacke. Ja, es war ja meist nicht nur so, dass gesagt wurde, es hat kein Wetter, sondern, oh, das ist voll schlimm und das ist schrecklich und das ist voll der Mist und andere haben das. Und das war ja sogar vorgesehen, dass sie jetzt einbauen, aber Blackbox oder wie es denn genau. Also, das war ja dann immer so eine elendig lange Story und irgendwann konnte sie wahrscheinlich einfach nicht mehr hören. Wobei ich es halt immer noch interessant finde, wie viele aber am Meckern sind, wenn man mal überlegt, und das ist halt nun mal eben Fakt, wie alt das Spiel nun mal ist. Das, was vielleicht früher mal so war, ist halt heutzutage mal anders. Er würde sich halt einfach gerne darauf konzentrieren zu spielen. Oder halt eben, wenn man was dran verbessern kann, dann los geht's, dann diskutieren wir darüber. Aber so viel Zeit und Energie in das Wiederholen, immer das bringt ja dann einfach irgendwo nichts und da hat er keinen Bock mehr gehabt, schätze ich mal. Und dann ist irgendwas durchgebrannt und danach war es halt komisch. Ja, der hat halt auch gar keinen Bock auf irgendwie Verbesserungen. Aber Ravage geht ja auch davon auch dann direkt davon aus, dass ich das Spiel hasse, dass dann wenn ich das regelrecht hassen würde, dann würde ich ja Underground wie Underground 2 das Spiel komplett links liegen lassen. Das ist ja nur so, dass ich eben halt bestimmte Dinge an diesem Spiel nicht mochte. Ich hab ja sehr oft über Nice 2 gemeckert und ich spiele es heutzutage trotzdem noch.
Sogar so weit, dass Dennis und ich mal kurzzeitig so einen kleinen Streit untereinander hatten. Ja, weil dich eben halt auch ein paar Dinge an dem Spiel genervt haben, die wir aber dann letztendlich fixen konnten. Ja, aber das ist ja bei High Stakes nie passiert. Dass dann die Sachen... Obwohl, ja gut, inzwischen ja, schon, ja, aber das war dann nach dem Streit. Ja. Wobei HP2 ist ja an sich auch ein richtig gutes Spiel. Ich meine, das Spiel kann ja nichts dafür, dass ich scheiße drin bin. Vielleicht wurde es sogar genau dafür gesagt. Genau. Das antisemitische Spiel. Es gibt es wird dann in 20 Jahren irgendwann bei den TAR-Clan geben. Genau. Da müssen wir gucken, wir müssen das so hinkriegen, dass er genau in dem Spiel immer verliert. Wir müssen es so programmieren, dass er es nicht hinbekommt. Wir müssen es verhindern, dass Tomete ein guter Gamer ist. Ein guter Gamer-Rennfahrer. HP2 wurde von aus der Zukunft entwickelt und nur in die Vergangenheit gebracht. Das erklärt dann auch, warum so viel Content fehlt. Weil das wird ja heutzutage ja auch getan. Die mussten halt viel Zeit da reinstecken, dafür zu sorgen, dass es Anti-Tomete ist. Ja, wahrscheinlich war das eigentlich ein völlig anderes Spiel und dann hat Tomete war dann super gut da drin und ist dann mega überheblich geworden, weil er so gut darin war und hat dann in seinem Größenwahn die Weltherrschaft an sich gerissen. Und dann haben sie einen in die Vergangenheit zurückgeschickt, um das Spiel so abzuändern, dass es für Tomete schlecht ist. Ey, Kirsche, meine Idee war aber auch nicht schlecht, weil auch guck mal heutzutage die Spiele, wie oft hier und da und dort mal Content fehlt. Ah, du meinst, das war die erste Form von Download? Ja, das war Terminator. Das war definitiv Terminator. Shameless Copy. Ach so, aber nochmal zurück zum Lenkrad-Tomate. Was bei Lenkrad auf jeden Fall besser ist, ist die Konsistenz. Also, oh, wir sind in der letzten Runde. Ja. Jupp. Ne, die Konsistenz ist halt besser. Du kannst halt, weil du ja eben halt analog längst, kannst du eben halt auch wesentlich konsistentere Runden fahren, als wenn du mit Tastatur fährst. Ah, bin ich mir nicht sicher. Wenn man sich daran gewöhnt hat, Tastatur, dann geht das auch. Ja, aber es ist nicht ganz so einfach. Also, ich war jahrelang und auch echt ein guter Tastaturspieler. Ne? Hab eine 1.54.16 auf einen Outskirts gefahren mit Tastatur. Aber trotzdem, mit Lenkrad, mit dem analogen Lenken, du kannst halt trotzdem leichter Sachen präziser ansteuern. Ja, das ist auch richtig. Also bei mir kommt es auch auf den Strecker, ob ich mit Lenkrad oder Tastatur besser bin. Also wo ich mit Lenkrad besser bin, das sind halt tatsächlich hauptsächlich die Weichstrecken. Und das war halt in meiner Anfangszeit, Anfangszeit mit dem Lenkrad tatsächlich auch so. Da habe ich mit Tropen mit Lenkrad richtig Probleme gehabt, vor allem mit CLK, aber Wald ging halt sofort besser, ne? Ja. Ich da wollte nur eine Weitstrecke haben, habe ich gesagt, vorher fahre ich Tastatur. Achso. Ich finde es witzig. Ich habe hier vorne mich weggedreht und somit ist immer noch hinten. Jaja, das liegt daran, weil die deine Zeit einen zurückgeschickt haben und so. Naja, voll. Ja gut, beim letzten Renntag, wo ich mitgefahren bin, da war Stevie ja schlechter als ich, also... Ihr wechselt euch immer so ab, ne? Oder? Ja, so ein bisschen schon. Das ist wie so Mafia, diese ganzen Mafias. Dass kein Laden ausstirbt, so. Die einen verkaufen das, die anderen das. Ja, hupt halt. Ist okay, ich hab Hupe nicht drin. Easy Mafia. Doch diese... Ach, leck mich doch, Leute! Kann's grad nicht erklären. Da ist er ja. Der Tomaten, der Sieger. Ja, ich hätte gehofft, der Renntag läuft besser, aber... Always is done. Aber Hauptsache Kirsch hat wieder die bessere Rundenzeit. Ja, ich habe beim Schalten einiges falsch gemacht und irgendwann habe ich es halt mal gemerkt. Ich habe den dritten viel zu häufig benutzt. Ah, ja, ich habe tatsächlich eher den vierten benutzt. Alter, dann habe ich gemerkt, dass da echt höhere Geschwindigkeiten. Hier hast du mit dieser Karre so viel rausgeholt, the fuck.